Bitte nicht! Nein! Das schreckliche Ende von Mace Windu. Wir alle erinnern uns daran, wie er es fast geschafft hätte. Fast hätte er Palpatine niedergestreckt. Palpatine, der von Anfang an alles geplant hatte. Die Klonkriege, die Order 66 und den Fall der Republik. Anakin Skywalker sollte die Macht ins Gleichgewicht bringen. Stattdessen endete er als sein Schüler in einem dunklen, aus Durastahl bestehenden Anzug und wurde in der gesamten Galaxis bekannt als Darth Vader. Diese Geschichte ist uns allen bekannt. Aber halt, so sollte sich das eigentlich gar nicht abspielen. In einer frühen Version von Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith, ist es Obi-Wan Kenobi, der sich zusammen mit den Jedi Agent Kolar, Kit Fisto und Cassie Tin auf dem Weg zum Kanzler macht. Kurz zuvor war er noch auf Utapau und besiegte den geschwächten General Grievous. Der Verlauf der darauffolgenden Szene ist ähnlich zu der uns bekannten. Die Jedi umstellen Darth Sidious, worauf es zu einem blutigen Kampf kommt. Nun zum Knackpunkt. Anakin kommt plötzlich hervor und kämpft mit, tötet Meister Kolar und stellt sich auf die Seite Palpatines. Cassie Tin ist direkt zu Anfang durch den überraschenden Schlag gefallen. Während Palpatine jetzt aber mit Obi-Wan beschäftigt ist, scheint Kit Fisto verwirrt zu sein, dass sein jahrelanger Freund Skywalker gegen ihn kämpft. Diese Verwirrtheit wird ihm zum Verhängnis, denn ehe er sich versieht, schlägt Anakin zu. Nach dem Ableben Fistos eilt er zurück zum Kanzler, welcher mit seinem alten Freund Obi-Wan nahe dem großen Fenster steht. Obi-Wan fragt Anakin, was er da tue, sichtlich erschüttert und vollkommen durcheinander. Anakin jedoch antwortet nicht. Sein innerer Konflikt ist offensichtlich. Er ist gespalten. Gespalten von der hellen und der dunklen Seite der Macht. Palpatine versucht daraufhin, ihn wieder zu manipulieren. Die Jedi seien es, die die Macht übernehmen wollen. Ihr alter Narr, die Unterdrückung durch die Sith wird niemals zurückkehren. Euer Versuch, die Kontrolle über die Republik zu ergreifen, ist vorbei. 2000 Jahre haben die Sith auf ihre Chance gewartet. Und jetzt erheben sie sich für immer. Palpatine schlägt zu und im Eifer des Gefechts wird das Fenster zerstört. Sie kämpfen beide kurz vor dem Abgrund. Doch stoppt der Kampf ab, als Palpatines Lichtschwert weggeschlagen wird. Er als auch Obi-Wan wenden sich mehrmals an Anakin, bitten um dessen Hilfe. Er jedoch verschlägt die Hände vor sein Gesicht. Der Konflikt lässt ihn nicht los. Plötzlich schießen Blitze auf Obi-Wan, die er gerade noch zurückreflektieren kann. Der Kanzler hat die Chance genutzt, jetzt aber verwandelt sich sein Gesicht. Der Sith ist nun in seiner reinen Gestalt zu sehen. Er schreit nach Hilfe, Obi-Wan sei ein Verräter. Als dieser bemerkt, dass Anakin nicht einschreiten wird, kämpft er sich weiter nach vorne, um zuschlagen zu können. Doch die Hoffnung ist nur von kurzer Dauer. Wie aus dem Nichts entscheidet sich Anakin, Obi-Wan mit der Macht zurückzustoßen, wodurch sein Lichtschwert abhanden kommt und er auf dem Fensterbrett steht. Erneut schießt der Sith Lord Blitze auf den Jedi-Meister, der mit Qualen und Anstrengungen versucht, diese mit seinen Händen abzuwehren. Vergebens. Obi-Wan schreit, er ist kurz vor seinem Tod und bittet Anakin unter den stärksten Schmerzen um Hilfe. Anakin ist unbeweglich, gefühllos, unfähig, seine eigenen Gefühle, geschweige denn die seines Freundes und Meisters in Einklang zu bringen. Aber das bisschen Gute, was noch in Anakin übrig ist, nimmt Überhand. Er wirft sein Lichtschwert auf den Boden. Palpatine sieht diesen Verrat nicht, Obi-Wan tut es. Mit voller Konzentration ruft er Anakins Lichtschwert ein letztes Mal zu sich und blockiert erneut die Machtblitze. Anakin ist noch nicht fertig. Mit der Macht stößt er ihn aus dem Fenster. Ohne, dass es der geschwächte Sith Lord bemerkt, tut Anakin das, um Obi-Wans Leben zu retten.